zurück zu Ocarina of Time 3. Moment. Wie ist das, Regie? Was heißt hier? Ich darf nicht müde sein. Link schnarcht doch auch. Ja, wie Sonderrechte. Ja, ihr könnt mich auch mal. Tschüss. Hi, Link. Schatz, mehr rauf. Nach oben, du Trottel. Oh. Hi. Du hast eine Fee und... Der hat dich persönlich zu uns gerufen? Du lügst, ey, Alter. Laber nicht. Laber keinen Scheiß. Wieso soll der dich und nicht den großen Milo zu sich rufen, bitteschön? Nee. Lüge. Betrug. Akzeptiere ich nicht. Wie nur kann es sein, dass Ersalia und nun auch der Dingo mal so viel Vertrauen zu dir haben, du Aussätziger, du... Okay, so. Komm her, Kollegchen. Dankeschön, aber jetzt müsste ich wirklich am Hyliasee soweit fertig sein. Sehr gut. Dann speichern. Genau. Beenden. Warum ich beende? Nun, das Let's Play ist vorbei. Ich habe keinen Bock mehr. Danke, nein, Spaß. So, Moment, warten. Ich jetzt alles geben. Alles geben! Nein! Warum? Moment. Zählt das? Ich hab's geschafft! Warum ist dieses Pferd abgebremst? Nein! Warum ist die denn bitte schon abgebremst? Was war das denn? Du! Ich hab keinen Bock mehr! Was soll der Scheiß? Was ist das? Aquamöbis Wassertentakel Morpha. Na, wie kannst du mir erklären, was ich im Leben falsch gemacht habe, um gegen diese Missgeburt kämpfen zu müssen? Ah! Das sind jetzt zwei? Verdammt! Lass mich doch einfach in Ruhe, du Drecksteil! Ah, meine Hühner sind weg! Link, willst du dir nicht helfen? Nein. Nein! Bitte nutze diesen Vasen! Ihr versteht ja, warum ich diesen Dungeon nicht sonderlich mag. Hier bin ich alle. Da kommt mir manchmal ein bisschen vor wie ein Kaizo Mario 64 mit diesen ganzen Feuerwerfern überall. Wow, Goldhandschuhe. Du fühlst noch kurz gerade einen Namen. Du packst schwere Dinge mit A. Hast du gerade dich selbst vorgelesen? Ja, ich wollte mir einfach mal an. Ich würde einfach mal sagen, wie ich mich fühle in der dritten Person. Aha. Nice. Meine Abwehrkraft wurde verstärkt. Richtig. Habe ich dafür Actimel trinken müssen? Nein, das war meine Magie. Oh, eine versteckte Truhe. Ja. 200 Rup... Ich kann die nicht tragen. Das ist ziemlich scheiße, oder? Haha. Navi, ich wollte dir noch sagen, ich hab dich echt gern. Ah! Was hast du gerade gesagt? Nichts. Vergiss es einfach. Hi. Wow. Diese Konversation ist ungefähr so intelligent, wie wenn ich mich mit dir unterhalte. Hi. Ich bin Link. Und ich bin noch minderjährig. Du bist kein Styler, hör damit auf. Kein Moonwalk. Michael Jackson würde sicher hängen gehen, wenn er deinen Moonwalk sehen würde. Oder er würde noch Schlimmeres mit sich machen. Es heißt, Meliana hätten so große Ohren, wie die Stimmen der um die Stimmen der Götter hören zu können. Aber ich habe sie nie gehört. Ja, wahrscheinlich würde er versuchen, deinen Ohren zu hören, du Fisch. Ich fühle etwas. Links. Ziemlich schlecht. Ziemlich link. Na, wie sehr ruhig. Nein, was ist das? Link, das ist der Enterhaken. Das ist ein viel besserer Fanghaken, der reicht doppelt so weit. Aber er ist lila! Ich möchte blau! Er ist sogar ein subterraner Lavadracho. Lavadrachoid. Was? Ach, egal, muss er nicht verstehen. Kämpf gegen das Ding. Aha. Okay, ich glaube, er ist wieder weg. Was ist jetzt? Nein, du musst zu ihm hingehen. Also, er... Ups! Ich hab den falschen Knopf gedrückt! Jetzt, schnell! Schieß doch! Warum musst du immer den Bogen holen und dich cool fühlen?
Das Versehen ist nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Aha. Das... ich bin trotzdem durch. Ja, wie? Hast du das Schild nicht gelesen? Ach so. Du bist ja noch ein Kind. Welche Klasse gehst du denn? Ach so, so weit kannst du noch nicht zählen. Na, das tut mir aber leid. Alter! Was hat der für ein Problem? Also, ich fand das episch. Vielleicht könnten wir trotzdem irgendwie mit ihm reden. Was meinst du? Ja, probier's mal. Okay. Hi. Diese Kommunikation ist unglaublich. Ihr sprecht auf einem Level, wo ich nicht mitkomme. Ihr seid so intelligent. Ja. Logisch. Weiß nicht, was du hast. Das hat man doch gespürt. In welchem Universum, Navi, hat man das gespürt? Also, ich habe so eine Probleme gemerkt. Ja, weil du eh immer da oben rumschwebst. Natürlich hast du es gemerkt, wenn dein Luftzug anders ist. Nein, 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 nein. Du Drecks, verdammte Wandskulwandula. Hau ab. Wenn du Schick triffst, dank ihm von mir, ja? Okay, das sag ich ihm. Scheint doch ein Kerl zu sein, verdammt. Tja, Navi, ich glaube, du schuldest mir eine Ohrfeige. Au! Sag mal, spielst du? Hey, ich habe immer nicht das Schwert genommen. Öffne dich. Dings da. Irgendwie, wow, ist der komische Kameraansicht. Navi, kannst du dich draufstellen? Hey, nein, kann ich nicht. Und ja. Natürlich musste ich daneben springen, aber ist auch nicht so wild, sag ich mal. Danke auch, Dro, dass du die Sache etwas beschleunigt hast. Und das meine ich jetzt im Ernst, auch wenn ich dich trotzdem... Wie konnte ich nur für einen Moment Danke sagen zu einem scheiß Octorok? Wie konnte ich nur? Du wirst sowas von sterben, das gibt's gar nicht. Du kannst dich gewinnen! Nicht gegen die Macht des Link! Oh, schaut an, der ist genauso groß wie wir. 43 fucking Zentimeter. Oh, es ist ein Prachtkerl. Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Er ist mindestens 43 Zentimeter lang. Hier ist ein Preis. Ficke dich. Bleib vom Stein weg. Bleib vom Stein weg. Oh, nein. Nein. Ich habe jetzt mal davor abgespeichert und bin jetzt den ganzen Weg vom Kokiri-Wald wieder hingelaufen, weil ich, wie gesagt, gerade eine Aufnahme hatte, wo absolut nichts passiert ist, außer er, wie er sich in dem langsamsten Tempo, was überhaupt möglich wäre, fortbewegt, während ich hier absolut stylhafte Sprünge mache. Auf einem dünnen Holzbalken schafft er es nicht, diese große Straße einfach normal entlang zu gehen. Ich meine, gut, jeder hat so seine körperlichen Einschränkungen, aber ernsthaft, Boris, komm schon. Weil das hat er nicht verdient. Ein Rubin, dein Ernst, damit kann ich nichts machen. Jetzt passt es, Grab. Wir sind jetzt schon fast wieder einmal ringsumher. Und was habe ich bisher gefunden? Nichts! Noch mehr unnötige Rubine! Kommst du mal! Du bist langsamer unterwegs als alles, was im Universum existiert! Licht ist das schnellste im Universum, du bist das langsamste! Alles, was langsam ist, muss sich an dir messen! Bist du stolz darauf? Für diesen... Yes! Oh, du Spast! Schreib trotzdem die Beleidigung in die Kommentare. Jetzt habe ich ja selbst übernommen. Tannenzapfen! Boris ist ein Tannenzapfen. Das, ja, das ist, mein Part hierfür. Gut! Du willst es nicht anders. Wildschwein! Ramm ihm das Ding mitten ins Gesicht! Das mache ich! Heute essen wir ganz Gehirn. Okay, Bosswaschmodus ist damit vorbei. Bei einigen gibt es bestimmt noch ein bisschen eine bessere Zeit, aber ich bin soweit zufrieden. Und danke natürlich für die Aufmerksamkeit, die ihr mir in diesem LP geschenkt habt. Vielen Dank, meine lieben Freunde. Ich verabschiede mich von euch.